Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch mal meine gesammelten, aufgebrauchten Produkte zeigen. Wenn ihr wissen wollt, was ich gut finde, was mir nicht gefällt, dann bleibt doch gerne dran. Ja, wie gesagt, ich habe wieder gesammelt. Die Kiste ist voll und deswegen mache ich jetzt das Video für euch. Schnappt euch was zu essen, was zu trinken, macht's euch gemütlich und dann legen wir auch schon los. Ich nehme einfach wie immer die Sachen von oben nach unten und vorab nochmal, das sage ich euch aber ja bei jedem Video dazu, ne? Die Produkte, die ich hier ausprobiert habe und ja, das, was ich euch dazu sage, ist natürlich meine Meinung. Das heißt nicht nur, weil ich ein Produkt nicht gut finde, dass das Produkt an sich nicht gut ist und dass man das Produkt nicht mögen darf, ne? Weil das ist ja nur meine eigene Meinung, meine eigene Empfindung, wenn ich das Produkt verwende. Jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack, andere Haut, pipapo, ihr kennt das Ganze ja. Deswegen, ich wollte es aber nochmal vorab sagen, ich möchte nicht, dass irgendeiner sich jetzt hier angegriffen fühlt, wenn ich dann sage, dass mir das Produkt jetzt nicht ganz so gut gefällt. So, wir fangen einfach mal von oben an. Und dann nehmen wir mal etwas hoch, was ihr auf jeden Fall bei mir schon öfter gesehen habt. Denn das ist von Dalton Marine Cosmetics Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Hyaluron Serum. Ja, das mag ich super gerne. Das verwende ich auch immer wieder. War jetzt hier, ja, das hier war aus dem Trash-Paket. Mag ich einfach. Ihr wisst, Dalton ist ja immer noch meine Lieblingspflegemarke. Ich benutze die Produkte auch immer noch. Und daher werdet ihr das auch noch öfter bei mir sehen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch mal ein Video dazu machen mit den Pflegeprodukten, die ich aktuell benutze, morgens und abends. Das ist nämlich ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ja. Einmal das hier. Dann habe ich hier 1, 2, 3. So, drei Haarmasken von Mermaid in Me. Und ihr wisst, die Haarmasken von Mermaid in Me mag ich sehr gerne. Hier haben wir einmal die Raw Coconut Clay Mask. Die finde ich ganz okay. Die riecht jetzt nicht so doll nach Kokosnuss oder so, ne? Also die verwende ich. Dann habe ich hier die, das ist meine mit meiner Liebste, diese Clear Citrus Clay Mask. Die finde ich gut. Und das hier ist meine absolut Liebste. Das ist diese Power Papaya. Die finde ich total gut. Die riecht gut und die funktioniert bei mir auch wirklich gut. Die Haarmasken, also zumindest die ich jetzt gerade hatte, die macht man halt vor der Wäsche drauf. Ne? Also bevor man sich die Haare wäscht, da packt man sich das reichlich in die Haare, also überall hin, auf hier oben, auf die Haare, hier unten in die Spitze und alles schön einmassieren, schön einwirken lassen. Und ja, funktioniert für mich super gut. Im Moment verwende ich auch nur die Haarmasken. Habe jetzt aber, glaube ich, von Sante jetzt mir ein oder zwei noch geholt. Die stehen bei mir im Bad. Wenn ich jetzt hier die alle durch habe, dann werde ich die auch mal ausprobieren. Vielleicht ist das für mich ja auch eine Alternative. So, dann habe ich hier etwas. Das war, glaube ich, in der My Little Box. Ich weiß nicht mehr. In irgendeiner Beauty Box war das, glaube ich, drin. Und zwar Momo Shampoo. Das ist so ein für trockenes und dehydriertes Haar. Das hatte ich mal als Pröbchen und einmal hier als so große Flasche. Ich muss sagen, das hat echt angenehm geduftet. Meine Haare, die waren danach auch, haben die sich auch sehr angenehm angefühlt. Aber ich muss bei meinen Haaren ja sowieso immer noch einen Conditioner mit benutzen. Da habe ich aber einen anderen einfach dazu genommen. Also das hier, das Shampoo war gut. Kaufe ich mir jetzt aber nicht nach, weil ich ja auch im Moment noch so viele Shampoos da habe. So, das ist etwas, was ich ja sowieso immer bei mir wieder nachkaufe. Badeschaum kennt ihr ja von mir, ne? Ich habe hier Kneipp Aroma Pflegebad Be Happy Marine Vetiver. Ja, mich hat damals die Farbe so angelacht, ne? Und den Duft, den mag ich auch ziemlich gerne. Ist für mich jetzt hier so ein Frühlings-Sommerduft, super angenehm. Würde ich mir nachkaufen, aber aktuell habe ich einfach so viel Zeug noch da, deswegen erstmal nicht. So. Dann von den Parfums her, das wisst ihr ja aus meinem Duftvideo, was ich für euch ja schon mal gemacht habe. Aziz Libre von Yves Saint Laurent mag ich sehr gerne. Idole Now von Lancôme mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, das hier habe ich jetzt aussortiert. Das ist von Cia. Ja, oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall Vitamin B, C3, Niacinamide, ein
Wake Me Up Face Cream. Ja, die habe ich jetzt aussortiert, weil die komisch riecht. Die ist auch jetzt schon eine ganze Weile offen. Aber ja, die riecht jetzt merkwürdig, deswegen habe ich die aussortiert so an sich. Hat die mir vom Duft gefallen. Nur die Pflege hiervon, die war für meine Haut einfach zu wenig. Ja, aber jetzt wandert es weg, weil es ist nicht mehr gut. So, dann haben wir hier, ach ja, das wisst ihr ja auch, hier Körperpeeling und so verwende ich am allerliebsten die Peelings von Emasa. Ansonsten habe ich nicht, habe ich irgendwelche anderen Produkte von Emasa im Moment da? Nee, ich glaube nicht, nur die Peelings, weil die Peelings, die sind mega gut. Ich habe alle anderen Peelings, so Körperpeelings, die ich hatte, aussortiert. Ich mag die hier sehr gerne und das hier ist von Bath & Body Peachy Dream. Ja, riecht gut, ist super angenehm auf der Haut. Die kaufe ich auf jeden Fall immer wieder nach. So, jetzt haben wir dann nochmal von Dalton. Weil wie gesagt, die Kiste, die ist ja auch relativ groß. Das braucht auch mal eine Weile, bis ich das, bis ich die voll habe. Und das ist wieder dieses ja, hier steht sogar drauf, Hyaluronserum. Hatte ich ja eben auch schon. Das ist jetzt die zweite Packung davon. Also ihr seht, ich benutze die Sachen wirklich. Ja, dann habe ich auch noch sowas von Jepoda aufgebraucht. Das sind diese Reisegrößen. Einmal The Mist Have, den finde ich ja mega. Der riecht super gut, der ist super angenehm im Gesicht. Also den mag ich. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir nachkaufe. Und dann hatte ich hier The Midnight Magic. Hier ist ja Lavendel drin, so eine Sleeping Mask. Und das muss ich sagen, das mit dem Lavendel hat mich gestört, weil der war schon sehr penetrant. Aber der verfliegt zum Glück relativ schnell. Aber war sehr angenehm auf der Haut und das habe ich über Nacht wirklich dann, also abends aufgetragen, über Nacht drauf gelassen, morgens abgewaschen, der Rest, der da drauf war. Und das hat meine Haut wirklich gut getan. So, dann habe ich hier etwas benutzt. Hier von Judith Williams. Anti-Aging Hyaluron Active Sensitive Serum. Ja, das war nett. Das ist so ein bisschen, ist noch so ein klein wenig drin. Ne? So seht ihr da eine Pipette. Das ist so durchsichtig, ein bisschen weißlich. Ja, es ist ganz okay als Hyaluron Serum. Aber ich muss sagen, ich würde mir das jetzt von Judith Williams nicht unbedingt kaufen. Ich hatte das damals mal irgendwo geschenkt bekommen. Deswegen habe ich das. Ist nicht verkehrt, aber wie gesagt, würde ich nicht unbedingt nachkaufen. So, dann habe ich das an hier noch ein Produkt, was ich aussortiert habe, weil das auch merkwürdig riecht. Und zwar ist das dieses Active Face Serum. Ja, riecht merkwürdig, deswegen habe ich es auch aussortiert. So, als Serum war es okay, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Oh, hier, da bin ich ein bisschen traurig, dass das leer ist. Von Bottega Verde Neroli. Ja, ich habe das als Badeschaum genommen. Das ist also eine sizilianische Orange. richtig gut. Riecht richtig gut. Da hat man echt so an Sommer, Sonne, Urlaub gedacht. Deswegen, ja, schade, dass es leer ist. Aber hier hat man noch so viel anderen Badeschaum. So, dann ist noch eins leer geworden. Von Tete Sepp Zeit für mich. Jasmin Bergamotte. Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie der Duft war. Oh ne, den mochte ich nicht so gerne. Ich dachte, dass ich den Duft ganz gut finde, aber ne, der war jetzt nicht so angenehm. Den würde ich jetzt nicht noch nachkaufen, aber das ist einfach, weil dieser Jasmin-Duft mir hier ein bisschen zu stark ist. Aber persönliches Empfinden, ne? So für die Verpackung hat mich damals so angelacht, deswegen habe ich den gekauft. So, das hier ist was, was ich mega gut finde. Ist mir aber zu teuer, werde ich mir nicht nachkaufen. Ist von Espa das Bergamott und Jasmin Bade- und Schauergel. Ich habe es als zum Baden benommen, also zum Baden genommen, weil das ist dann auch so ein bisschen ölig auf der Haut. Und ihr wisst, normalerweise mag ich so Öl auf der Haut nicht so gerne. Aber das hier duftete gut und das hat sich wirklich super angenehm angefühlt. Und ich musste mich danach nicht mehr mit Bodylotion eincremen. Aber ja, nachkaufen tue ich es nicht. So, dann haben wir hier wieder eine Creme, die ich sehr gerne mag. Von Dalton Extreme Lift Marine Filler, eine Antifaltenmaske. Achso, gar nicht die Creme, sondern die Maske. Ja, die habe ich auch, wie ihr seht, ratzifutzi leer gemacht. Die war super angenehm auf dem Gesicht. Hat bestimmt das getan, was sie tun soll. Also die ganzen Cremes, die zaubern ja jetzt nicht irgendwie alles an Falten und sonstigen Dingen aus dem Gesicht weg, ne? Aber es ist halt ganz gut, wenn man das nimmt zur Unterstützung, dass es vielleicht alles ein bisschen verlangsamt wird und dass man das, also, ne? Also Falten aufhalten können wir nicht. Das ist einfach mal Fakt. Aber ich benutze halt die Cremes halt auch
sehr gerne, weil einfach meine Haut, die ist manchmal empfindlich und hier bei den Produkten reagiert meine Haut halt nicht. Die kommt damit super klar und deswegen, ja, benutze ich die Sachen auch gerne. Und so Gesichtsmasken mache ich ja immer wieder. Allerdings hier so Crememasken mache ich immer nur dann, wenn ich bade, weil ich das einfach praktischer finde, wenn ich in der Badewanne bin, dass ich das dann abwaschen kann und so. Ansonsten nehme ich immer Tuchmasken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier welche reingepackt habe. Mal gucken. So, dann habe ich hier noch was von Lipoda ausprobiert. Und zwar The Glow Hero mit Bakuchiol. Heißt das, glaube ich? Bakuchiol. Ich weiß es nicht genau. Ein Ölserum-Hybrid. Also das hier ist auch so ein öliges Serum quasi gewesen. Ja, war ganz nett, aber ist jetzt nicht ganz so meins. Also ich war dann froh, als ich es aufgebraucht hatte. Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen. Ich glaube, ich habe das noch in so einem anderen Päckchen, was ich mal bestellt habe. Bei Yepoda ist es, glaube ich, nochmal dabei. Das werde ich dann halt nochmal benutzen, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. So, dann haben wir hier etwas Essence. Ja, Essence Vintage Beach and Purple Purpose Oil. Also das habe ich nicht fürs Gesicht genommen, das habe ich hier für mein Dekolleté genommen, hier also zwischen den Brüsten und hier oben rum, weil manchmal ist das bei mir ein bisschen empfindlich, dann braucht es da ein bisschen mehr Pflege und da fand ich das ganz angenehm. Im Gesicht finde ich es nicht so. So, das hier hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Das ist von Essence Hello Good Stuff, 48 Stunden Intense Hydrogel mit Aloe-Wasser und Hyaluron. Das war so ein bisschen dickflüssiger, so ein bisschen so geliger, aber hat mir richtig gut gefallen. Wenn ich nicht so viel Zeug noch hier hätte, wäre das etwas, was ich mir nachkaufen würde, weil es einfach super angenehm auf der Haut war. Die Haut hat das sehr schnell aufgenommen und es hat sich gepflegt angefühlt. So, dann haben wir hier The Ordinary, Hyaluronic Acid, was ist das hier, ja, ja auch ein Serum, habe ich benutzt, finde ich ganz okay, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Dann würde ich, glaube ich, eher hier mir das holen, weil das hat mir besser gefallen als hier das von The Ordinary. So, dann habe ich hier ein Deo leer gemacht von Wild und zwar Linen Lilac. Ja, das hat richtig gut gerochen und hier diese Packages, die sind ja aus Pappe, ne? Die sind ja komplett aus Pappe. Das dauert immer ultra lange bei mir, bis ich so eins leer habe und mittlerweile hat ja unsere gesamte Familie die Wild Deos, also hier mein Mann und meine Kinder und ich, jeder hat ein Case und wir haben jede Menge von diesen Dingern, die wir untereinander verteilen und das funktioniert richtig gut. Ich schleppe meins ja auch überall mit hin und verwechselt das nur nicht, ihr schwitzt hier trotzdem noch mit, ne? Also es ist kein Antitranspirant. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ihr immer noch schwitzt, aber es geht ja darum, dass ihr nicht stinkt beim Schwitzen, weil Schwitzen ist ja schon gut und es ist ja gut, wenn der Körper schwitzt, wenn man das komplett unterdrückt, ist ja jetzt auch nicht so mega. Ne? Man will halt nur nicht büffeln wie so ein Iltis. So, dann habe ich etwas, was ich richtig feiere von Dalton. Und zwar Extreme Lift Marine Filler Antifalten Serum. Das ist auch so ein bisschen festere Konsistenz und das verwende ich immer hier für... Und für meine kleine Falte, die ich hier an den Lippen habe und für hier oben, nehme ich das hier immer. Finde ich mega. Und das ist auch ein Produkt, was ich auf jeden Fall nachkaufen werde. Genauso wie das Hyaluron-Serum. Dieses Serum auch. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber ab und zu gibt es ja wieder Rabattcodes von Dalton. Bei Katrin und bei den anderen Mädels. Und dann, wenn ich wieder Nachschub brauche, dann gucke ich halt immer rechtzeitig und bestelle das nach. So, hier bin ich echt froh, dass das endlich leer ist. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Normal mag ich von Heimisch ja super gerne den Cleansing Balm. Der riecht ja so schön zitrig oder eher nach Mandarine. Gibt es ja zwei verschiedene. Und das hier ist der All Clean Pink Clay Purifying Wash of Mask. Schrecklich. Im Gesicht mochte ich den gar nicht. Ich habe den fürs Dekolleté genommen. Der ist auch wirklich dann so rosa und der ist ja, ja eine Clay Mask einfach. Und das weiß ich nicht, im Gesicht. Das hat mir hier bei meinen empfindlichen Wangenpartien, das hat gebrannt wie nix. Deswegen habe ich es fürs Dekolleté genommen, weil ich wollte es ja auch nicht wegwerfen und so. Und deswegen habe ich das aufgebraucht. Würde ich aber nicht nachkaufen, weil mein Gesicht das nicht verträgt. Und für das Dekolleté würde ich mir jetzt nicht so eine Maske holen. So, dann habe ich hier noch was verbadet. Und zwar Kneipp, Zeit zu feiern, Brombeere, schwarze Johannisbeere. Das hat auch gut gerochen. Das hatte auch eine super schöne Farbe. Und ja, da macht das Baden noch mal mehr Spaß. So,
So, dann habe ich hier etwas, das ist ein Pröbchen von Revlon Unique One All-in-One Shampoo. Das ja, habe ich ausprobiert. Das Shampoo war okay, wäre aber nichts, was ich mir kaufen würde. So, das hier wiederum ist etwas, was ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde. Das mag ich nämlich super gerne. Ich weiß nicht, das ist von Nineless Breeworks Hair Boost Tonic. Das ist so ein Haartonic und das sprüht man sich hier so schön auf die Kopfhaut drauf und dann massiert man das ein. Da ist Minze oder irgendwie so drin. Auf jeden Fall kühlt das die Kopfhaut und das ist super angenehm. Und das hier ist definitiv was, was ich mir nachkaufen werde. Das gibt es bei YesStyle. Also wenn ihr wollt, ich habe unten noch einen Rabattcode. Da könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Also ganz unten in der Infobox, da stehen die ja alle. Oder aber ihr guckt bei Style Weiner. Ne? Also da wird es das mit Sicherheit auch geben. Ja, finde ich richtig gut. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie juckt mein Auge. So, dann habe ich noch etwas leer gemacht. Hier von Asam Bath & Body Charming Blossom Körpercreme. Und muss ich sagen, die hat mir echt gut gefallen. Also von der Konsistenz her, vom Einziehen, vom Tragegefühl und vom Duft. Das war auf jeden Fall was für mich. Ich weiß gar nicht, wo ich die überhaupt her habe. Habe ich die selber gekauft? Wahrscheinlich schon. Aber das wäre auch was, was ich mir eventuell nachkaufen würde, wenn die ganzen Body Lotions, die bei mir stehen, mal leerer wären. So, dann habe ich natürlich auch, also die Ampullen habe ich jetzt nicht mehr, aber die habe ich jetzt auch aufgebraucht von Dalton. Und zwar war hier zweimal die Anti-Aging Feuchtigkeitsampulle, zweimal die Sleeping Beauty Ampulle und einmal die Stressless Ampulle. Ja, ich mag die Ampullen von Dalton alle super gerne und ich wollte halt hier dieses Hydration Package, habe ich mir irgendwann mal gekauft. Richtig gut, kaufe ich immer wieder nach, weil ich benutze nur noch die Ampullen von Dalton. Alle anderen habe ich mittlerweile entweder aufgebraucht oder aussortiert. So, dann haben wir hier nochmal was, was ich verbadet habe. Und zwar Schönheitsgeheimnis, Verwöhnbad und Pflege mit Mandelöl, Honig und Milchprotein, Premium Cremebad. Das hat mir jetzt nicht so gut, also vom Duft her nicht so gut gefallen. So von der Konsistenz und so drin baden war es angenehm, aber der Duft war nicht so meins. Deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal nachkaufen, weil es einfach nicht mein Duft war. So, dann habe ich einen Toner leer gemacht. Den mochte ich sehr gerne. Und zwar Aloe BHA Skin Toner von Benton. Ja, genau. Ja, der war gut. Hat meine Haut gut vertragen. Deswegen den würde ich definitiv nachkaufen. So. Ja, das da war dann auch endlich mal leer. Ich habe ja einige so Trockenshampoos aus so Trash-Wander-Paketen rausgenommen. Hier das war Batiste Naturally. Das hat so nach grüner Tee und Kamille gerochen. Also der Duft, der war okay. Nur was hier rausgekommen ist, das war einfach viel zu hell für meine Haare. Nichtsdestotrotz habe ich es halt einfach aufgebraucht. War okay, brauche ich nicht nachkaufen. Ich habe noch so viel Trockenshampoo da. Deswegen nicht nötig. So, das hier habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Und zwar von Nowby Brightening Empathy Orange Vit C Body Milk. Die hatte ich ja zum Glück zweimal. Jetzt ist leider auch die zweite Packung leer, aber die war richtig gut. Die hat einen angenehmen, für mich sehr angenehmen Duft gehabt. Die ist gut eingezogen. Meine Haut hat sich danach richtig schön angefühlt. Also die ist wirklich richtig gut. So, dann kommt hier nochmal etwas. Asam habe ich öfter, ne, jetzt. Ja, Bath & Body Tropical Fruits, ein Peeling. Das ist halt dieser große Pot und ich glaube, hier konnte man die Dinger auswechseln oder so. Ich weiß es gar nicht, das ist nur bei den Kleinen so. Es gibt ja ein paar von diesen Töpfen, wo man das Innenleben dann auswechseln kann. Muss ich mal gucken, aber das hier riecht mega gut. Ach, das ist so Sommer, Sommer, Sommer. Einfach richtig cool. Also deswegen, ja, hat mir gefallen. So, die hier hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die habe ich jetzt aufgebraucht. Ja, vom Duft her finde ich die nicht so mega, aber die sind halt cool, weil es so eine große Kugel, die sich dann so schön sprudelnd auflöst von Bubble Tea. Ja, das war schon ganz cool, aber der Duft, der war nicht so meins. So, das hier habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, ne? Pflege von meinen Kindern, Zahnpflege, Listerine, Smart Kids zum Gurgeln. Machen wir immer mit den Kids und wir haben für uns auch was. So, ich habe mir ja zwischendrin die Haare gefärbt. Ich blende euch mal meine Haarfarbe hier ein. Und da gehört halt hier dieses Shea Butter Nourishing Care. Das macht man da, indem man die Haare dann ausgewaschen hat, drauf, damit die schön weich werden. Und das habe ich dann jetzt auch aufgebaut. So, hier bin ich froh, dass er endlich leer ist.
Denn viele mögen den Kambam von Yeboda. Ich mag ihn nicht. Ich mag den nicht von der Konsistenz her. Und ich mag ihn vor allen Dingen nicht, wie der riecht. Und da bin ich ja so ein bisschen picky mit. Ich mag es lieber, wenn es einen guten Duft hat. Das hat der hier leider nicht. Und deswegen werde ich mir den auch nicht nachkaufen. Bitte nicht böse sein, falls ihr den super findet. So, eine Spülung. Genau, eine Spülung, die ich super gerne mag von Sante. Und zwar Glanzspülung, Bio, Birkenblatt und Vitamin B5. Mag ich super gerne für meine Haare. Benutze ich auch für meine Tochter. Ne, die ist ja kleiner Teenie und weil die hat sehr, sehr dünne Haare und bei der funktioniert das auch richtig gut. So, dann haben wir hier noch ein Trockenshampoo, was leer geworden ist, und zwar Moroccanoil, keine Ahnung, Dry Shampoo für helle Haare. Ja, das habe ich mir damals mal so ein Paket rausgeholt, als ich noch helle Haare hatte. Nicht schlimm, habe ich aufgebraucht, muss ich mir aber nicht nachkaufen. So. Haben wir hier, ach so, genau. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ne? Das ist von Paradox Repair 3-in-1 Conditioner. Also nach dem Haarewaschen drauf gemacht. Also, das hat bei mir für eine Ladung gereicht. War ganz okay. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. So, dann Dalton. Etwas, was ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde. Und zwar Vitamin C Serum 15% Age Prevention, stimulierendes Plankton. Ich mag die kleinen, also es ist, glaube ich, jetzt die Reisegröße. Ich denke ja, ich glaube, das ist die Reisegröße. Die finde ich ganz praktisch. Da habe ich auch noch einige von dafür, wenn ich mal so das Wochenende unterwegs bin oder so. Aber richtig gut, mag ich super gern. Deswegen für mich ein Nachkaufprodukt. So, dann haben wir hier, genau, eine Creme von Dalton. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Und zwar die Hyaluronic Urea Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme. Die mag ich. Das ist meine liebste Creme von Dalton. Und die kaufe ich nach und die habe ich auch immer im Backup da. Weil ich ja auch abends so ein paar andere Cremes ausprobiere. Aber die Produkte habe ich immer da für den Fall, dass das dann mit den anderen, die ich ausprobiere, nicht funktioniert. Dann kann ich direkt wieder komplett umstellen auf meine Pflege, wo ich weiß, dass meine Haut auf jeden Fall sich wieder einbekommt. Deswegen, ja, habe ich immer da. So, dann haben wir hier etwas, was ich auch sehr gerne mag. Ja, Extreme Lift Marine Filler Antifaltencreme. Richtig gut. Die habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt, glaube ich. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie vorher schon mal benutzt habe. Und die ist richtig gut. Die benutze ich jetzt demnächst auch wieder, weil meine Haut aktuell mal wieder ein bisschen mehr Zuwendung benötigt. So, dann haben wir hier wieder ein Serum. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. Von Unique. Propolis Vitamin C Synergy Serum. Das ist auch wieder mit so einer Pimpette und ja, das ließ sich einfach auf die Haut auftragen. Das ist super schnell eingesogen worden und gerade dieses Propolis finde ich ja super cool und deswegen ja, richtig gut. Würde ich nachkaufen, sobald bei mir mein Bestand reduziert ist. So. Das hier würde ich nicht nachkaufen, weil das ganz fürchterlich schmeckt. Und zwar von Procodent Junior Mundspülung Wildbeerengeschmack. Geht gar nicht, nein. Also lieber bei Listerine Kids bleiben, das ist deutlich besser. So, dann habe ich hier etwas aufgebraucht von Olaplex. Und zwar Nummer 8, die Bond Intense Moisture Mask. Und die war auch richtig gut in Verbindung mit dem Shampoo und dem Conditioner von Olaplex. Da waren meine Haare auch wirklich super schön weich und die haben geglänzt und waren richtig toll. Aber der Krempel ist ja schon so ein bisschen teurer. Und aktuell sind meine Haare, auch wenn sie jetzt gerade im Moment sind, sie halt noch ein bisschen nass und sind noch etwas am Trocknen. Deswegen sind sie noch nicht ganz, ganz glatt und so. Aber im Moment funktioniert das ganz gut. Ich habe immer noch mein Shampoo, was ich immer benutze. Aber meine Haare werden immer und immer weicher, was ich richtig cool finde. Ich benutze auch aktuell Haaröl. Ne? Gerade hier unten, hier in den Spitzen, beziehungsweise in den Längen, mache ich Haaröl rein. Ich kämme meine Haare einfach jetzt auch etwas öfter und habe auch so Leave-In-Produkte für meine Haare, damit die einfach schön glänzen und weich sind. So,
Dann haben wir hier auch eine Augencreme. Und das mit den Augencremes ist ja immer so, die einen sagen, ja, man soll eine Augencreme nehmen. Die anderen sagen, nein, um Gottes Willen, keine Augencreme. Ich bin immer der Meinung, wie bei allem anderen auch, ja, das sind so Richtlinien. Und ich glaube, man sollte einfach auf seine eigene Haut hören und auf das hören, was man gerne mag, ob man die Produkte benutzen will oder nicht. Und ich benutze nicht ständig eine Augencreme. Das mache ich nicht. Immer so bedarfsweise, wenn ich merke, okay, jetzt wird es hier wieder so, dass hier zum Beispiel der untere Bereich etwas sehr, sehr trocken ist oder hier die Fältchen wieder ein bisschen mehr werden, ne, dann benutze ich immer eine Augencreme und das hier ist zum Beispiel die Q10 Energy Boost Augencreme. Tja, die war okay, die hat das gemacht, was sie machen soll. Hat bei mir gut funktioniert, immer dann, wenn ich sie benutzt habe. Deswegen, ja, ist halt die Q10 Reihe, die mag ich auch sehr gerne, auch ein Nachkaufprodukt. So, dann haben wir hier, brauchen wir ja auch, ne? Verbrauchsmaterial auch. Colgate Sensation White, das ist eine, ja, Zahncreme, die ich sehr gerne mag. Ich wechsle die immer mal ab miteinander, aber die hier mag ich sehr gerne, benutze ich öfter. Ja, die hier kennt ihr ja auch schon von LR, die Aloe Vera Zahngel. Die ist ja so schön grün und die schmeckt gut und die macht die Zähne schön sauber. So, dann haben wir hier wieder ein Aromabad. Cotton Clouds, Baumwolle, Veilchen, Himbeere. Hat richtig gut geduftet. Genau meins, deswegen würde ich nachkaufen. So, dann habe ich hier von Balea ein Badesalz benutzt. Erhol dich mit Granatapfel und Orange. Der war nicht ganz so meins, der Duft. Der war so ein bisschen penetrant, weil das Granatapfel war so ein bisschen schwer. Deswegen, das mochte ich nicht. Das würde ich nicht nachkaufen. Hier Kneipp, guck mal. Lieblingsmensch, Hibiskus und Feige. Das war auch okay, nicht ganz meins, aber die Farbe war mega von dem, was ist das hier überhaupt? Von den Badekristallen. Das war schon cool. So, jetzt habe ich hier noch ein Wild Deo aufgebraucht. Hier steht leider nicht drauf, welches das ist. Aber doch, das ist dieses Cutten. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt, aber das ist auch von Wild, ist auch aufgebraucht. Ab und zu, wie gesagt, werde ich euch die dann noch zeigen. Ja, dann hier von Crash Cosmetics ein The Youth Boost Time Reversing and Firming Oil Serum. Ja, es war auch wieder so ein Ölserum. War okay. Kaufe ich nicht nach. So, dann habe ich hier nochmal so einen Conditioner aufgebraucht von Philip Kingsley. Okay, aber nicht nachkaufen, nein. So, hier haben wir dann einen von diesen Boostern in etwas größer. So ist das Triple Hyaluronic Booster. Ist mit feuchtigkeitsspendender Braunalge, ein Plumping-Effekt. Richtig gut. Und ich wechsle die immer ab, die Booster, die es gibt. Ich habe sie ja alle hier, aber immer ein bisschen im Wechsel. So, dann habe ich hier von Kiehl's die Ultra Facial Cream ausprobiert. Und die hat so gar nichts für mich gemacht. Also die reicht bei meiner Haut definitiv nicht, würde ich nicht nachkaufen. So, dann haben wir hier etwas von, ja, ich hoffe ihr könnt es sehen, Elisabeth Arden und zwar White Tea. Das mag ich sehr gerne, das duftet total gut, aber ich brauche es nicht nachkaufen, weil ich habe noch so viel da. So, und jetzt geht hier draußen gerade die Welt unter, das schüttet schon wieder. Also das Wetter, das ist einfach unfassbar im Moment. So, und dann haben wir etwas, das habe ich aussortiert, weil das riecht einfach total merkwürdig. We Love Deo, und zwar Sweet Serenity. Ich finde, das stinkt irgendwie. Das Deo kann man aber ja keinem mehr geben, deswegen schmeiße ich das weg. So, dann habe ich hier von Balea Med. Ultra Sensitive, beruhigendes Intensivserum ohne Parfum und ohne Farbstoffe. Ja, habe ich ausprobiert, gerade jetzt hier für meine Region, die hier ab und zu mal so gerötet ist und so. Ist das ganz, ganz okay und das wäre auch was ich nochmal nachkaufen würde. So, dann haben wir nochmal Extreme Lift Marine Filler Antifaltenserum. So, dann habe ich hier von Elisabeth Arden so Kapseln gehabt, die habe ich aufgebraucht, die Vitamin C Kapseln. Das ist ein bisschen lässig, weil das sind ja so Plastikkapseln, die man so aufknipsen muss. Und da hat man immer so blöd Müll da, also das finde ich halt, die Verpackung finde ich halt echt doof. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht so viel Unterschied gemerkt, als ich die aufgetragen habe, die waren nicht so meins. Aber vielleicht war es einfach nur, ich nehme nichts für meine Haut.
So, dann habe ich hier noch eine Spülung aufgebraucht, die Winterspülung Magic Air von Balea aus dem Adventskalender. War okay. Gut, dass sie jetzt leer ist. So, das hier ist was ich super gerne verwende, gerade wenn meine Haut wieder völlig am Durchdrehen ist. Und zwar von Dr. Botanicals, Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask, also eine Maske, die man über Nacht drauf lässt, und die ist richtig gut. Also wenn meine Haut dann wieder diese roten Fleckchen bekommt und dann wirklich ein bisschen anfängt weh zu tun, packe ich hier die drauf über Nacht, dann 1, 2, 3 Nächte und dann ist das wieder super gut und deswegen habe ich die auch immer hier. Ja, meine Kiste ist leer. Das heißt, ich habe euch jetzt erstmal so meine gesammelten Werke gezeigt. Keine Angst, das ist nicht von einem Monat, das ist auch nicht von 2 Monaten. Das dauert eine Weile, bis diese Kiste voll ist. Ne? Deswegen seht ihr ja auch nicht andauernd bei mir aufgebraucht Videos. Auch wenn ich 2 Kisten zusammen habe, zum Sammeln habe, eine im Bad und eine hier. Ja, ist jetzt wieder was zusammengekommen. Ich bin froh, wenn ich das gleich einfach alles wieder entsorgen kann. Und dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt so die nächste Zeit an Sachen ausprobiere, weil ihr merkt ja auch, da sind immer mal wieder Produkte dabei, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Und ich versuche ja alles, was ich aktuell hier habe, so nach und nach aufzubrauchen. Mein Gott, meine Nase, die juckt heute. Damit ich jetzt auch, ich will jetzt auch nicht mehr so viel kaufen, was ich auch nicht tue. Also im Moment ist der, liegt der Fokus ja beim Kaufen eher bei den Büchern als bei Make-up und so, weil ich so viel da habe. Im Moment ist es auch nicht so, dass mich so viele Sachen ansprechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auch die ganzen Limited Editions und hier eine neue Kollektion und da, das ist im Moment einfach nicht mehr mein Game. Vielleicht ändert sich das auch, ne? Aber keine Angst, ihr werdet trotzdem noch genug Content bekommen, weil ich ja so trotzdem immer noch Sachen ausprobiere und jetzt demnächst gibt es dann auch mal wieder Make-up-Videos, wenn ich dann mal wieder hier die Muße habe, mich zu schminken, weil im Moment mache ich nicht allzu viel, außer hier, und da brauche ich nur einen Pumpi von dem Infallible Freshwear. Auf den Pinsel drauf, das aufs Gesicht, dann hier von L'Oreal den Mascara aufgetragen und dann aktuell hier von Nimia mein Lieblingslipgloss, das ist You Sitting Down, ne? Das ist hier so ein richtig schöner Glitzerton und oh, das riecht so gut, das riecht so gut. Und den liebe ich total. Und im Moment ist es halt einfach bei mir so ein bisschen weniger Make-up. Tut meiner Haut aber auch ganz gut, muss ich sagen, ne? Wenn da nicht so viel drauf ist. Gerade im Moment auch hier meine Augenlider und so, die mögen es aktuell nicht ganz so gerne, wenn ich da Lidschatten drauf auftrage. Ne? Das ist dann relativ schnell gereizt, deswegen lasse ich das auch. Und wenn es dann wieder geht und bei mir wieder besser wird, dann werde ich auch wieder mich ein bisschen mehr schminken. Aber im Moment lasse ich das halt einfach, weil meine Haut nicht möchte. Und das ist auch völlig okay. da muss ich mich dann halt auch einfach ein bisschen nachrichten. Deswegen tut es mir leid, falls ihr jetzt die Make-up-Videos vermisst. Die kommen auch irgendwann wieder, sobald das bei mir wieder ein bisschen besser läuft mit meinem Gesicht. ja, und damit würde ich sagen, sind wir dann jetzt auch wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.